Die Drogerie hat wieder rausgehauen. Wir haben einige Produkte, die ihr jetzt in der Drogerie findet, die einen Blick definitiv wert sein könnten. Und ich freue mich auf viele spannende Neuheiten. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Lust, denn ich war gerade in der Drogerie und das ist sehr, sehr pinklastig, was ich gerade sehe hier vor mir. Denn es gibt viele spannende Neuheiten, die ihr jetzt in der Drogerie findet und die wollen wir heute testen. Denn hier zeige ich euch immer die neuesten Produkte und bespreche mit euch offen und ehrlich, welche Produkte sich wirklich lohnen und welche man, naja, vielleicht ignorieren könnte. Zuallererst hoffe ich, dass es euch gut geht und ihr ein wundervolles Wochenende hattet. Ich probiere hier gerade so ein bisschen was aus. Ich habe mich gerade ein bisschen anders hingesetzt, weil ich mit meinem Hintergrund nicht so zufrieden bin. Ich kann natürlich die Farben ändern, aber mir ist es ehrlich mittlerweile so ein bisschen zu boring. Falls ihr Ideen habt, wie ich den Hintergrund schön gestalten kann, so viel Platz habe ich nicht. Ich zeige es euch. Hier ist nämlich schon das Ende der Wand. Ich habe überlegt, ob man vielleicht so eine Wandvertäfelung machen kann oder so. Ich muss mal schauen, was da möglich ist. Aber falls ihr Ideen habt, schreibt es mir gerne, Freunde. Wir wollen gar nicht so viel Zeit verlieren. Denn wir haben wirklich viele spannende Produkte hier. Und wenn ich mir das Ganze einmal so anschaue, es ist sehr rosa. Es ist sehr, sehr rosa. Aber wir schauen mal, was das Ganze kann. Ihr könnt mir natürlich immer bei Instagram oder auf allen anderen Plattformen, auch hier, könnt mir einen Brief schreiben oder Rauchzeichen geben und schreiben, was ich für euch testen soll. Da mache ich das natürlich. Wir starten auch direkt mit dem ersten Produkt. Das ist von Balea. Das ist ein bisschen viral gegangen auf TikTok und irgendwie ist es so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber das ist ganz spannend. Und zwar erinnert ihr euch, wir erinnern uns alle. Viele sind durch diese Videos auf diesen Kanal aufmerksam geworden. Nivea hat ja mal Foundations rausgebracht. Einmal als Cushion Foundation und einmal als so eine Drop Foundation. Beides war nicht so optimal. Aber Isana hat das Ganze kopiert und ich glaube Balea dann auch. Und Balea hat jetzt einen Concealer rausgebracht. Ich habe ihn nur in dieser einen Farbe gefunden, aber das ist der Tarte Perfection fliegender Concealer mit Hyaluronsäure, zuverlässiger Deckkraft und intensive Feuchtigkeit. Ausgleichende Farbpigmente. Bei mir gibt es viel auszugleichen, die Frage ist nur, passt es farblich? Also klar, es wird nicht allen Personen passen, aber ich bin gespannt. Packaging sieht einmal so aus, recht schlicht. Es steht Balea Tarte Perfection fliegender Concealer mit drauf und Aufbewahrungshinweise. Das Ganze ist vegan und hat, glaube ich, 4,99 € gekostet. Das Ganze kommt auch ebenso wie der Maybelline Augenlöscher mit so einem Schwämmchen. Mittlerweile habe ich mich sogar Tatsache daran gewöhnt. Ich benutze den Löscher-Concealer im Moment sehr, sehr gerne als Foundation-Alternative, weil ich die Textur davon sehr gerne mag. Wir probieren es einfach aus. Das ist ein First Impression. Drehe mal. Und ganz wichtig, falls ihr schon eins dieser Produkte getestet habt und der gleichen oder einer anderen Meinung seid, schreibt es unbedingt in die Kommentare, damit wir mehrere Reviews unter diesem Video gebündelt für andere Leute aus der Community haben. Ganz, ganz wichtig, auch dieses Mal machen wir wieder ein kleines Spiel. Zählt unbedingt die Emojis in diesem Video und unter den richtigen Anzahlen in den Kommentaren verlose ich 3 Beauty-Pakete. Ich nehme jetzt erstmal nur ein bisschen. Farbe sieht jetzt bei mir tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Er riecht nicht und wir verblenden das Ganze einmal. Ich habe schon viel Gutes von dieser BB-Cream gehört, habe sie aber selber noch nie getestet. Und die Deckkraft ist deutlich höher als gedacht. Die Textur ist recht flüssig und ich glaube, sie funktioniert gerade nicht mit meiner Foundation. Also, ihr seht es jetzt nicht, aber es sieht nicht so ebenmäßig aus, wie ich es mir gerade erhofft habe. Wir probieren es jetzt einfach mal. Vielleicht liegt es wirklich an der Foundation. Meine Foundation ist auf Silikonbasis, der Concealer ist auf Wasserbasis. Das kann natürlich immer ein Anzeichen sein oder es hat sich mit der Pflege nicht vertragen. Das ist aber jetzt individuell. Es ist jetzt auch ein First Impression und keine Review. Wie gesagt, das ist das Schöne. Wenn ihr Erfahrung mit den Produkten habt, schreibt unbedingt eure Erfahrung damit rein. Also es ist recht gut anwendbar. Es geht recht schnell. Ich kann mir vorstellen, dass der sehr, sehr schön aussieht, wenn man keine Foundation trägt, einfach nur so ein bisschen als Korrektur. Ich glaube, man kann es in der Kamera nicht erkennen, aber der ist sehr, sehr reflektierend. Ich kann keine Schimmerpartikel wahrnehmen, aber er sieht sehr, sehr nass aus. Wir lassen ihn mal kurz antrocknen. Und farblich passt er mir gerade ganz gut. Aber es ist uns allen bewusst, dass ich nicht das Maß aller Dinge an Farben bin. Deswegen würde ich mir wünschen, dass sie den wenigstens noch in hell und dunkel rausbringen würden. Aber sieht jetzt erstmal
gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, im direkten Vergleich sieht man es auch ganz gut. Ich habe heute auch keine Color Correction drunter. Ich glaube, der ist halt auch so beliebt geworden, weil das so ein bisschen No-Make-up-Make-up ist. Und das ist ja bei TikTok gerade sehr beliebt. So Clean-Girl-Ästhetik. Ich bin gespannt. Ich habe Hoffnung. Ich glaube, dass das was ganz Gutes sein kann. Gib mir das gleich mal hier so ein bisschen auf die Stirn. Zum Highlighten ist das ganz gut. Ich mache das im Moment wirklich gerne mit dem Löscher, weil ich damit einfach sehr präzise, genau in meinen Gesichtsdimensionen, die ja doch ein bisschen größer sind, arbeiten kann. Da ist der Schwamm natürlich deutlich größer und ich kann hier einmal lang gehen, unter der Kontur beispielsweise, und kann den perfekten Abstand zwischen meiner Kontur und dem Bart haben. Die meisten von euch haben keinen Bart, deswegen ist das jetzt vielleicht nicht das Verkaufsargument. Aber ich glaube, ihr könnt mir folgen. Und ich mag die Textur ganz gerne, aber auch beim Löscher. Ich finde ihn ohne Make-up viel schöner. Und ich glaube, ihr seht es auf der Stirn, dass es so ein bisschen reflektierend aussieht. Es tut mir unendlich leid. Ich glaube, es wird Zeit für eine neue Kamera. Sie hat aufgehört, Gott sei Dank, zum richtigen Moment. Ich habe den Concealer nur noch ausgeblendet und verstehe schon, warum der beliebt ist. Also es sieht recht natürlich, recht frisch aus. Ich finde, oder ich vermute, dass er besser aussieht, wenn man keine Foundation trägt, weil er einfach sehr, sehr leicht ist. Er hat eine gute Deckkraft, mehr als ich erwartet habe, aber er ist... Ich glaube, wenn man zu viel drunter hat, dann wird es zu viel. Also ich muss jetzt hier auch schon so ein bisschen korrigieren. Ich finde es aber gar nicht so schlecht und ich finde es auch gut, dass Balea so ein bisschen Pflege und Make-up zusammenbringt. Das ist eine gute Chance. Ich wünsche mir das auch nochmal von Isana, dass sie da irgendwie so eine sehr pflegende Reihe rausbringt. So eine BB-Cream, vielleicht eine gute BB-Cream, please. Aber alles gut. Bin ich gespannt, wie er sich im Alltag bei mir integrieren lässt. Vielleicht habt ihr davon ja schon ein bisschen Kenntnis erlangt, wie das Ganze im Alltag funktioniert. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich war nämlich schon einen Schritt weiter und habe etwas von Essence gekauft. Essence hat ja immer sehr, sehr spannende Limited Editions oder Trend Editions, heißt das ja. Aber ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Denn Essence hat sich mit Katjes zusammengetan. Eine Co-Creation, die ich niemals erwartet hätte wahrscheinlich. Ich finde es aber gar nicht so schlecht. Die Kollektion ist wirklich sehr, sehr süß. Das Ganze ist um diese Grünohrhasen-Gummitiere entstanden. Mag ich übrigens sehr, sehr gerne, Katjes. Es waren ein paar wirklich coole Produkte mit dabei. Na klar, es gab ein Haarband, es gab ein Nagellack, es gab auch ein Color-Changing Lipstick. Es hat mich nicht gewundert. Ich finde, da passte es sogar rein. Ich benutze es nicht. Ich kann es nicht mehr sehen, aber irgendjemand wird es kaufen. Deswegen... ist okay. Das hier ist aber was ich sehr, sehr spannend fand. Und zwar ein Jelly Blush. Ein Gel Rouge mit Squalan. Pflegende Textur für leuchtende, rosige Wangen. Aufbaubare Deckkraft, selbstverständlich vegan, made in Poland. Und das Ganze kommt in so einer Quetschtube. Und ich werde das Ganze jetzt mal auf meine Hand geben. Und ich habe es eben schon auf der Hand gehabt und war ein bisschen schockiert. Also erstmal habe ich damit gar nicht gerechnet. Ich dachte, das ist wirklich so ein Creme Blush, ne? Aber es steht Gel Blush drauf. Es riecht leicht nach Himbeere, ganz, 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 ganz zart und es sieht schockierend aus, diese Farbe. Ich habe keine Ahnung, wie wir das Ganze benutzen. Ich nehme jetzt erstmal so einen flachen Pinsel, der sieht sehr, 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 sehr pink aus und ich tupfe mir den jetzt mal hier leicht erstmal auf die Wangen. Gel-Blushes sind eigentlich immer ganz spannend, auch da muss man immer so ein bisschen gucken, wie er performt mit der Foundation, weil das ja auf Wasserbasis ist, aber... das sieht überraschend gut aus. Sehr schnell, sehr, sehr leicht. Also ich finde ihn auch gar nicht so leicht pigmentiert. Ich glaube, auch hier im direkten Vergleich seht ihr schon diesen Unterschied, dass es sehr frisch ist und ich da jetzt nicht unbedingt noch mit einer zweiten Schicht rübergehen müsste. Ich mag den Geruch. Er ist nicht übertrieben. Mal ein bisschen kommen. Machen wir noch hier rauf. Mag ich ganz gerne. Er erinnert mich, und das passt ganz gut, so ein bisschen an diesen Dior Blush von der Farbe auf der Haut. Der passt sich tatsächlich auch so ein bisschen an. Das ist jetzt kein pH-reagierender Blush, aber schon verrückt. Spannende Textur. Ist halt mal was anderes, ne? So Creme Blushes haben wir jetzt schon oft, aber Gel Blushes habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Oder ich glaube von Essence auch so noch gar nicht. Wirklich süß. Ich mag das Packaging auch ganz gern. Es ist gut für unterwegs. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Auch wieder, ne? Gel, Wasserbasis sieht immer schöner aus auf der Haut. Direkt im direkten Kontakt mit der Haut. Ohne Foundation werden wir so häufig nicht bei mir sehen. Aber
First Impression, auch hier sehr, 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 sehr spannend. Ich habe noch einen anderen Blush mitgenommen, den ich gerne testen wollen würde. Und zwar der von Trended Up. Trended Up hat genauso wie viele andere Marken gerade echt Probleme mit den Lieferketten. Ich habe neulich auch schon eine Nachricht bekommen von jemandem aus der Community, die wissen wollte, warum. Das Problem ist, Freunde, durch die Situation in der Welt sind die Lieferketten natürlich massiv geschädigt. Also das heißt nicht unbedingt, dass wieder irgendein Containerschiff im Suezkanal stecken geblieben ist, sondern auch die Produktionen selber haben massive Probleme, die Rohstoffe überhaupt zu bekommen, weil vieles in Ländern produziert wird, wo im Moment nicht so viel produziert werden kann, aufgrund von steigenden Energiekosten, steigenden Kosten hier. Corona ist, ne, das C ist halt auch noch da. Und das ist so ein bisschen schwierig. Das hat halt massive Einflüsse auch auf die Kosmetikindustrie. Deswegen seid da so ein bisschen nachsichtiger. Es kommt irgendwann alles wieder. Es dauert halt alles nur ein bisschen länger. Und auch das Trended Up Sortiment war davon so ein bisschen befallen, glaube ich. Und deswegen war dieser Blush neulich noch nicht da. Und das ist meiner Meinung nach vom Aufblick her schon krasses Dupe zu dem Dior. Ich würde meine Base trotzdem einmal kurz setten wollen und gehe nur ganz leicht mit einem Microfiber Multitool Mini lang. Dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Also der von Dior ist ein sehr, sehr guter Blush. Ich habe tatsächlich auch die anderen gekauft, weil ich die einfach, es war einfach so eine schöne Farbe. Funktioniert perfekt als Lidschatten bei mir, ne? Ich bin nicht, das ist nicht meine Farbe als Blush. Ganz sicher nicht, genauso wie diese hier. Es sind einfach wunderschöne Farben für die Augen. Für so einen Hauch an Farbe. Perfekt für den Herbst. Ist Dior, ist utopisch teuer. Und deswegen finde ich es ganz spannend, dass Trended Up diese Farbe einmal rausgebracht hat. Das ist der Powder Blush mit Glow-Effekt in der Farbe 80. Ist jetzt auch neu mit dazugekommen. Hergestellt in Italien. Und das achtet da mal drauf, ne? Also viele günstige Produkte wurden in China produziert, was völlig in Ordnung ist, ne? Ich finde, das ist immer, es herrscht halt so viel Unwissen. Und dann, in China ist dies, in China ist das. Das stimmt alles so nicht, ne? Aber man merkt trotzdem, dass viele Drogeriemarken auch einfach mittlerweile in andere Länder gehen, weil es einfacher ist, Rohstoffe dorthin zu schicken. Manche Brands müssen den Produktionsstätten die Rohstoffe auch selber beschaffen. Und die Zeit zwischen der Anlieferung von Italien nach Deutschland beispielsweise ist deutlich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel kürzer das ist, als beispielsweise aus China. So ein Container, um ihn zu verschiffen, es gibt, komm, wir machen mal einen kurzen Beauty-Talk. Es gibt die Möglichkeit, wenn du etwas importierst, entweder über den Zug, übers Flugzeug oder über das Schiff. Das Schiff ist das günstigste im Verhältnis, beziehungsweise der Zug. Das Flugzeug ist das teuerste. Das Flugzeug ist aber auch mit Abstand das schnellste. Da kannst du innerhalb von, ich glaube, maximal einer Woche von Tür zu Tür das Produkt oder die Palette an Produkten da haben. Der Zug braucht ungefähr 28 Tage von Shenzhen meistens in China bis nach Deutschland, je nachdem, entweder es ist Leipzig oder Frankfurt und dann wird es weiterverteilt. Und das Schiff braucht teilweise 4 bis 6 Monate. Das ist eine Menge. Und deswegen sind ja auch diese Vorlaufzeiten so gigantisch groß. Ein Container hat damals, also ein kompletter Container, wenn du etwas bestellst, du kannst ja auch was bestellen in Asien, muss ja nicht unbedingt China sein, und sagen, ich will das per Schiff verschicken lassen, dann kaufst du nur einen Anteil von diesem Container. Zur Höchstzeit hat ein Container, ein kompletter Container, leer mit Versand, $27.000 gekostet. $27.000. Das muss natürlich auf die Produkte auch drauf gerechnet werden, ne? Und das funktioniert bei einem Blush für 1,99 funktioniert das nicht. Und deswegen wird auch vieles, das ist ein Vorteil für alle. Bessere Inhaltsstoffe in Europa, ganz klar, natürlich. Bessere Kondition, Preiskondition, das ändert sich halt nämlich gerade, weil die Produktion in Europa deutlich teurer ist als in Asien. Aber Asien durch den Versand einfach so große Probleme hat, dass es dann sich wieder rechnet, eher in Deutschland oder in Europa zu produzieren. Genug gequatscht, vielleicht ist das mal ganz spannend gewesen. Wir benutzen jetzt den Blush. Ich nehme jetzt hier einen Pinsel von Neo Makeup, gehe hier einmal rein. Der von Dior ist so ein bisschen Color Changing und auch nicht 1:1 Dior. Und nicht so pigmentiert. Der ist ein bisschen pigmentierter als der von Dior, hat einen sehr hohen Weißanteil mit drin. Und der hat einen leichten Glow. Das hat der von Dior auch. Das fällt nur da nicht so auf, weil der halt so super, super leicht
pigmentiert ist. Also du kannst ihn kaum swatchen, weil der halt eigentlich gar keine Farbabgabe direkt hat, aber der von Dior reagiert so ein bisschen auf pH-Wert. Nicht so krass, sondern nur ganz, ganz leicht. Passt jetzt auch sehr, sehr schön, finde ich, zu dem anderen Blush und muss sagen, wer diese leuchtenden pinken Blushes gerne mag. Gute Sache, sehe ich jetzt schon. Schöne Pigmentierung. Ich mag diesen leichten Glow mit drin und ist natürlich auch eine super beliebte Farbe im Moment. Ich gehe jetzt gleich hier noch so ein bisschen rüber und passe das an und habe ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Ich persönlich bin nicht der größte Freund von sehr leuchtenden Blushes. Ich bin eher so ein bisschen gemutet, aber manchmal sieht das halt auch super, super schön aus. Ich bin überrascht. Wahnsinn. Wir haben noch was anderes aus der Katjes-Kollektion. Das ist der Glossy Sheer Lipstick. Sieht einmal so aus, recht schmal, recht klein. Erinnert mich sehr stark an die von Charlotte Tilbury. MAC hat jetzt auch ähnliche rausgebracht. Auch der riecht so ein bisschen nach Himbeere, glaube ich. Und soll eine dezente Farbabgabe und ein glänzendes Finish haben. Auch das ist so ein Sommerprodukt. Diese Texturen, ja. Naja, genau, das habe ich erwartet. Eine ganz leichte Farbabgabe, sehr pink auch wieder. Ich glaube, auch hier seht ihr im Vergleich zu meiner Oberlippe dieses leuchtende Pink. Sehr, sehr schön. Fühlt sich sehr leicht auf den Lippen an. Du hast einen Glossy Finish und das ist der Vorteil halt davon, dass du nicht viel Produkt brauchst, nur eine leichte Farbabgabe hast, dieses Glossy fliegende Finish hast, aber das dadurch einfach ein bisschen alltagstauglicher ist, ne? Du musst dir nicht so viele Gedanken machen, ob es verschmiert, weil da einfach nicht so viel ist, was du verschmieren kann. Dafür ist die Farbabgabe aber auch nicht so intensiv. Ich sehe aus wie eine kleine Barbie-Puppe, aber den kann ich mir halt auch sehr gut als Blush wieder vorstellen. Aber dann hast du im Prinzip genau dasselbe. Also du brauchst, ich würde fast sagen, nimm das, wobei da ist deutlich weniger drin. Ja, muss man selber entscheiden. Also am Ende machen beide ungefähr dasselbe. Du kannst das auf der Seite und das auf der Seite benutzen, auf dem Mund oder auf den Wangen. Ist am Ende eigentlich egal. Aber passt ganz gut. Ich fand die Kollektion süß. Es ist jetzt, ich glaube, das ist jetzt nicht so eine Kollektion, um sie zu reviewen. Deswegen habe ich dazu auch ehrlich gesagt kein komplettes Video gemacht, weil es einfach nicht das war, wo ich sage, wow, das habe ich jetzt unbedingt gebraucht. Ist ganz spannend. Diese LEs sind immer sehr gut, um Produkte auszutesten, wie sie ankommen, wie die Texturen funktionieren, wie das Ganze einfach angenommen wird. Und dafür hat das sehr gut funktioniert. Ich glaube, dass diese Sheer Glosse auch im nächsten Jahr in den neuen Updates sehr beliebt sein werden, weil einfach die High-End-Marken da auch ganz vorne mit dabei sind. Aber auch der Blush gefällt mir gut. Mir gefällt tatsächlich der Trended Up Blush deutlich besser, weil er ein bisschen zarter ist. Der sieht halt immer recht nass aus. Völlig egal. Wir haben noch eine Mascara und davon sehe ich sehr viel Werbung gerade im Internet. Das Video ist nicht bezahlt. Diese Mascara, die Surreal Falsies Mascara. Ich habe die schon mal benutzt, aber es ist schon eine Weile her. Da gab es sie noch nicht in Deutschland in der Drogerie zu kaufen. Das ist wie, das Maybelline bringt recht viele Mascaren raus und die soll einfach so einen Falsie-Effekt haben. Also wie falsche Wimpern. Ich muss, kleines Update kann ich euch noch geben, während ich alles mal so ein bisschen fixiere. Ich habe ja euch erzählt, dass ich ein Wimpernserum gerade benutze. Ich bin nicht so der größte Freund von Wimpernseren, weil die meisten einfach in meinen Augen immer gebrannt haben und das nicht so mein Vibe war. Aber ich habe das von Olaplex ja neulich gekauft, ihr erinnert euch, und benutze das jetzt gerade jeden Tag. Und ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde. Ich curl gleich mal meine Lashes, dann seht ihr das. Ich bin schon der Meinung, dass ich einen Unterschied sehe. Ich bin ein großer Freund von Placebo. Ich glaube wirklich an Placebo-Effekt. Ich glaube nicht an Globulis, ich glaube nicht an dies, an das, an jenes, aber ich glaube an Placebo-Effekt. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen ist, wenn du deinen Wimpern sagst, komm, Mäuschen, wachsen ein bisschen. Vielleicht wachsen sie dann. Ich weiß es nicht. Ich zeige euch das mal, wie es curled aussieht. Das ist schon immens. Also meine Wimpern sind recht gerade, deswegen muss ich sie halt curlen, aber sie sind schon gut lang geworden. Ich mache jetzt noch mal eine zweite Runde und benutze die Mascara einmal. Das ist die The Falsies Mascara. Die ist nicht wasserfest. Sehr, sehr schön. Krass. Das ist eine sehr, sehr gute Mascara vom Effekt her. Klar, ich habe die Lashes jetzt gecurlt, aber ihr seht es, die hat die Wimpern sehr, sehr gut zusammengepackt. Immer so zwei, drei. Und dann sehr gut verlängert. Im direkten Vergleich seht ihr, glaube ich, den Effekt auch. Und das ist ja jetzt nur eine Schicht. Ich trage meistens auch nur eine Schicht auf, weil es mir dann meistens immer zu klumpig wird. Ich konnte mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr so dran erinnern an diese Mascara. Es ist schon eine Weile her, dass ich sie gekauft habe. Gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr, sehr schön. Krass. Habe ich so nicht mehr in Erinnerung gehabt.
Das ist zwar ein recht reduzierter Look, aber ich muss sagen, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Concealer, Blushes, Mascara und auch die Lippen sind sehr hübsch. Ist natürlich jetzt sehr viel Pink. Wir kühlen das Ganze ein bisschen ab. Die sind sehr, sehr kühl. So ein Bronzerton, ne? Das Ganze ein bisschen kühler, ein bisschen gemuteter. Ich glaube, auch mit einem braunen Lip Liner oder mit einem nudigen Lip Liner ist das Ganze ein bisschen alltagsfähiger, aber es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich glaube, ihr habt es auch gemerkt. Ich hatte sehr viel Freude. Ich bin gespannt, wie euch die Produkte gefallen. Vielleicht habt ihr ja etwas in der Drogerie gefunden, was euch sehr gut gefällt. Dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Wir sehen uns hier am Mittwoch schon wieder. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Würde vorschlagen, ihr passt auf euch auf. Schlaft gut, habt einen wunderschönen Tag. Bis Mittwoch. Tschüss.